Moin zum neuen Video. Jo, wir sind gerade am Gönnumpum. Aufbau ist voll. Der Zucker finden wir eine halbe Stunde, rum. Wir wollen mal gucken, wie voll der Poffi ist. So, der GoPro-Akku war wieder alle, wie immer. So filme ich das mit dem Handy. Wollen wir machen. Ich habe nur den Juno am Haken. Der braucht ein neues Rad. Da ist kein Profil mehr drauf. Nur ob ich. Hatte ich schon ein Rad hier mit hergenommen. Und hier habe das hier, wie heißt. Nochmal das Profil mit dem Flex nachgeschnitten und das kommt das mal wieder drauf und dann soll das erstmal wieder laufen. Nur wollte ich das aber nicht hier machen und nämlich ihn nach vorne zur Werkstatt. Das Rad ist, das ist noch in Ordnung. Das ist auch das letztens neu gekommen. Quasi die Beine sind neu gekommen. Warum dieser nur verschlissen ist, keine Ahnung. Siehst du, der hat hier nichts mehr im Profil. Und nun funktioniert das nicht richtig, weil er da mehr Grip hat und hier dreht er durch. So kommt das Rad da dran. Gut. Ja, das ist das alte Rad. Der hat auch gar kein Fleisch mehr. Also da lohnt auch nicht, dass ich den wieder nachritze. Guck, was haben wir hier denn noch? 3-4 mm. Und ich, den ich nachgeschnitten habe, der hat noch ungefähr ja, gut Zentimeter. Also dieser hellbraune Bereich. Das ist die Lauffläche. Guck, und das kann ich noch alles mit Flex nachschneiden. So, aber ist verdammt eng, das Rad da ranzukriegen. Du hast hier kein Platz, richtig Platz, aber das passt mal gerade. Aber wir haben den gekriegt. Nun können wir da den wieder festtüdeln. Und dann ist er auch schon fertig. Nebenbei regnet das auch noch wieder so ein Mist. Den Land nicht geflüht. Ich würde aber bis zum Frost warten und Mist. Nicht aufregen, nur wundern. So, Rad wieder dran. Juno wieder startklar. Bringen wir ihn hin. Dann kann er wieder seine Arbeit machen. Judy, so. Rad wieder weg und der kommt in die Tonne. So, er müsste jetzt in jedem Moment laufen. Warten wir noch eben. Sitzt ein paar Sekunden drin und dann wollen wir gucken, ob der nun wieder vernünftig läuft. Ist das da wie so ein Scheißwetter? Naja, Innendienst. Heugeräte haben wir nur alles eingewintert, Murchas eingewintert, ja, und die ganzen Mähwerke. Silo waren es alles eingeölt, alles fertig. So, man hört die Piepen und dann müsste er gleich so losfahren. Haben wir schon 5 Jahre das Ding. Ein super Kram, aber ab und zu hat er auch sein Eigenleben. Dann fährt er mal nach draußen, dann steht er hier, wo der Hofladen noch steht. Oder fährt
hier gegen seinen Pfosten da. Dann schafft er nicht, in sein Ladegerät da reinzufahren. Da kommt alles mal vor. Aber im Großen und Ganzen funktioniert er. Neblig hier, kleine Welt in der kleinen Kabine, aber ja, besser als gar keine Kabine. Unser alter Hochtrag, der hatte keine Kabine und dann war das immer ein ekligen Kram, wenn man dann bei so einem Wetter dann füttern musste. Dann half nur noch Gummianzug, aber so. Die da, die weiße da, die Pferde da, die ist leider nicht dran. Die laufen nur zwischen den Bullen. Zwei Stück haben wir da nur. Gucken, ob sie da nur bis zum nächsten Weideausgang tragen werden. Da müssen wir nachhelfen, ne? Anspritzen und so Kram. Er fährt nur zwei Touren, das ist Tour 2 und dann kommt gleich noch die dritte. Dann fährt er, wo ist mein Handfinger da, dann fährt er ein bisschen da weiter ran. Die könnte den Rest noch auffressen. Und dann geht Tour 1 und 2 weiter, okay, und in der Zeit wird er neue Futter hingeschmissen und das Rest, was die Kühe nicht aufgefressen haben, das Kind, das Jungvieh. Für den reicht das mit Moor. Und dann geht das immer so weiter dann, ne? So, hier bei der alten Linie, wo mein Finger, da bleibt er gleich stehen, zack, wieder einmal resettet und dann fährt er ein paar Zentimeter vor, dreht dann um und dann fährt er in seine Box zurück, zack. Bei der Tour 2. Gut, funktioniert. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen arbeiten. Das Quietschen, das kommt von Luftanlage, der Keilriemen. Muss mal etwas strammer gemacht werden, aber wenn er einmal abbläst, dann ist er vorbei. Siehst du? Aber mal gut.
So. Also immer so provisorisch ran. Mehr braucht man nicht auch nicht. Und dann holen wir ihn erstmal raus. So, ich stelle euch da einmal hin. So, mein Haus ausgeklappt. Dann machen wir das eben mit Druckluft im Sauber. Und dann kommt ein Messer raus. Die sind tatsächlich auch nur scharf, ne? Also, da hat hier, die hätten noch ein paar Waren vorfahren können, aber mehr hatten wir ja nicht. Das sind ja neue Messer, die haben noch nicht wirklich was getan, da sieht man ja auch. Die haben noch ordentlich Gebiss. Naja, so, pusten wir das mal im Sauber und dann ein Messer raus und dann mal abschmieren, einölen und dann kann er durch den Winter. So, bis gleich.
Jo, so sieht das schon aus. Ein Fass habe ich schon weg. Das ist der zweite. Ein hole ich noch und dann reicht das erstmal aus. Klappt doch super. 250 Kubik gehen hier noch rein. Und dann ist Pott voll. Junge, Junge, ist das kalt. Oh, yes. Na ja, so, ich mach erstmal weiter. Bis später. Jo, ich bin nur hier auf dem Land. Ich habe die Fläche hier vor ein paar Tagen gemulcht. Letzten Sonntag war das. Und hier ist ein Loch da. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera das sehen kann. Man kann es nicht hinzumachen, bevor das hier im Frühjahr vergessen wird und man da durchfährt dann. Ne? Ich muss da noch einen dicken Maulhaufen, den nehme ich mir noch mit. Hier schon mal sich dann umändert noch. Hier, wenn das so ein Fuchsbau ist oder ob der Kühe da mit dem Kopf drin waren, zu Gütern. Die beiden weg, aber. Dann kommen wir wohl wieder zu. Ganz erreichen. Da muss ich mir irgendwo noch mal den Sand wegklauen. Aber das ist ja erstmal wenigstens was drin. Was weg, dann muss ich mir, vielleicht kommt hier noch ein oder einen dicken Maulwurfhügel hier noch, hier liegt hier noch einfach rum zu. Dann kann ich da immer noch mal was reinschmeißen, aber gewesen ist das noch nicht mehr so tief. Gut, so. Und machen wir das hier mal angucken. Hier ist normalerweise der Rest von unserem Morgen. Der ist hier versoffen. Das ist wie so ein ganz komischer Boden. Es nützt auch nichts, wenn man irgendwelche Gruppen reinmacht. Das ist was und bleibt das. Da steht da Wasser drauf. Fischen ist hier noch. Und hier auf der Höchte. Hier steht er noch. Er kommt auch durch. Und das Schwarze da, wo was abgesoffen ist, da soll hier der Sommergerste rein. Und da vorne, ob man das sehen kann, das Gelbe, da ist so ein Zwischenfrucht, da ist Senf drin. Da soll dann nochmal dieses Jahr Mais rein. Und unser höchster Punkt. Und hinten geht's runter. Der Raum hat nur ungefähr eine Höhe von 5 cm.
Hier steht auch Wasser. Hier ist alles Wasser. Wir haben hier den Gruppenhof da rausgenommen. Da waren wir vor ein paar Tagen mit der Gruppenfräse bei. Hier soll ich noch Drainage durch. Und wir haben den Drainage-Leuten bestellt. Und warten wir, bis sie Zeit haben, uns hier noch jede Drainage durchzubuddeln. Oder auf dem Eisland. Hier haben wir. Können wir auch hinlaufen? Ich bin also ein wenig erkältet. Warum höre ich ihn so ein bisschen scheiße an? Guck, hier sind wir mit der Gruppenfräse durchgegangen. Da vorne steht noch Wasser. Ah, der meiste kann wenigstens weg. Ein bisschen piekelt das. Dann bleibt das nicht ganz so blank hier. Und im Frühjahr schmeiße ich ein KG-Rohr rein. Und dann kommt der Sand wieder drüber, dass wir hier wieder rüberfahren können. Pampe! Ja, und hier müssen wir sehen, ob wir ja noch mit Mais hinkommen. Oder Sommergerste. Müssen wir dann sehen, entscheiden wir dann spontan. Vorletzten Video war das, wo der Bigfoot da am Morgen drillen war. So, diese Fläche ist da. Wir haben so lange gedrillt, bis die Drillmaschine leer war. So, und von daher ist das eigentlich ganz so schlimm. Hat er da vorne abgesorgt ist. Wenn wir den Insekten behalten hätten, dann hier. Wenn wir vielleicht Mäuse oder sowas reingekommen und hätten dann aufgefressen. Von daher. Eigentlich so tragisch. Aber ja. Das haben wir noch mit, da, ne? Aber hier ist das unter. Obwohl das hier. Da ja die Höchte ist, das hier runterläuft. Vor ein paar Jahren haben wir den Grab mal ausbaggern lassen. Dass er da abläuft, ne? Aber der Boden an sich ist ein komischer Boden, der hält das fest dann, ne? Oh ja. Also nicht so einfach. Okay. Dann fahren wir zu anderen Flächen, die Hauptgetreidefläche. Hier die Fläche da vorne und dann die hinterm Meister. Das habe ich einfach abgemäht, das ist unser vierter Schnitt. Den habe ich einfach abgemäht, liegen gelassen und einfach mit dem Kreislauf da durch. Mal gucken, ob das dann wird. Sehen wir früher. Aber man sieht, das Gras wächst durch. Oder dann früher dann mal mit dem Striegel durch. Ich hätte es noch mulchen können, aber das würde mir zu lange dauern. Ich hab's einfach damit mit der Mähkombi einfach abgemäht und dann Kasenleuer durch. Mal schauen, wie das wird.
Das hätte eigentlich auch noch abgemurcht werden müssen. Aber hier ist die Fläche so nass. Das habe ich lieber sein gelassen. Sind die Flächen alle noch spurenfrei. Und wo ich ja noch wieder unter die Spuren rein, ja, lasse ich das lieber. So, und hier sind wir wieder bei der anderen Roggenfläche. Hier habe ich die Hauptroggenfläche. Hier war Mais drin vorher. Sieht schon mal nicht ganz so schlecht aus. Ups. Ja, hier steht auch Albert Wasser. Mal gucken, vielleicht sehen wir das im Frühjahr noch mal durch. Aber sonst steht das wohl. Wir müssen eh da vorne hin, da steht auch. Ein bisschen Wasser, das haben wir extra übergelassen. Hier ist so ein Sandboden und auf der Höhe, da wird das gelblicher, ne? Da ist mehr gelben Sand drunter. Da wird das wohl besser gehen. Hier haben wir im Winter, im Frühjahr die Bäume hier noch mit der Säge abgeschnitten. Hier brauchen wir diesmal nicht her. So, hier ist also ein Loch, wo wir hier noch einmal dann mit der Sommergerste kommen im Frühjahr. Meistens ist das Wasser dann weg und dann soll das wohl klappen. Aber sonst sieht das nicht schlecht aus hier. Mit Gänse und sowas haben wir hier ja nichts zu tun. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja. So. Ab nach Hause und dann gucken wir, ob wir da noch ausfressen. Hier ist auch eine von den Flächen, die ich abgemäht habe oder durchgetragen und liegen gelassen. Hinten, wo der Turm ist, da war ja unsere Roggenfläche, wo wir gerade waren. Hier ist die Maisfläche, die wir da ja selbst geerntet haben, wo ich den Livestream gemacht habe. Mit Wasser steht da drin. Aber da komme ich nur mit meinem Hochschlag auch nicht hin, weil ich nichts habe. Dann würde ich dann mit Schaufel da hin eine Gruppe reinmachen, dass er dem abläuft. Junge, ist das satt geworden hier. Aus dem Grund haben wir die Fläche auch selbst gehäckselt, weil hier ist Moor drunter. Und der Lohn mit dem schweren Kramp würde ich nicht weit kommen. Wir haben das soweit alles gut weggekriegt. Da hinten ist noch so ein bisschen, aber das können wir ja auch futtern. Aber ich komme hier da noch nicht hin, das brauche ich gar nicht versuchen. Mit meinen Slicks da vorne. Vielleicht komme ich dann hier nochmal mit Trecker vorne an nächste Woche her und lasse das Wasser mal laufen. Also hier mal, wie viel ist das? 7, 8 Meter bis zum Graben. Und dann ist das, kann das weg dann, ne? Und hier ist der Graben, hier ist die Vorflute.
Da wird gehen. Teilkomfortlader habe ich ja parat stehen. Das kann ich ja dann so machen. So, aber nur nach Hause. So, zwischendurch, wenn noch ein bisschen Luft ist, bin ich auch hier beim Motorwagen bei. Und bin noch überlegen, was ich mache. Hier ist der Ritz von, wo habe ich mein Zollstock hier? Von ungefähr, ja, was ist das? 28 cm Länge. Ich weiß nicht, ob man das speisen kann. Und dann warten wir mal. Am liebsten hätte ich ja hier einen neuen Rotor drin. Ne? Aber neuer Rotor mit allem drum und dran, so einen fertigen Rotor, der ist locker 10 Riesen los dann. Ne? 10 Riesen. Eigentlich viel Geld, aber dafür ist der Wagen dann wieder wie neu eigentlich dann. Ne? Oder neue Segmenten. Ein paar neue habe ich da schon liegen. Und die da reinstecken. Und dann verschweißen und dann irgendwie hier noch sehen, dass man dann noch irgendwie dicht geschweißt kriegt oder was. Das ist so ein Riss von, ja, stellenweise 1 cm Breite bis 5 mm ist das, ne? Ja, was macht man da, ne? Was macht man da? Diese beiden Zicken werde ich auch noch mal erneuern. Die sind auch ein bisschen Strom hier. Der Abstand und der Abstand, ne? Die beiden schmeiße ich auch noch raus. Da kann man hier so einen Spalt, aber hier mit einmal lang flexen. Dreimal hier, da vorne oder unten nochmal. Und da kann man die einzelnen Segmenten so rausnehmen. Da kann ich es hier zeigen. Hier so ein Segment, ein Dreier, dann gibt es ein Zweier, und dann gibt es noch ein Zweier. So, so kommt das. Dann hat man hier solche Spangen, die packt man hier. Hier so hinter. So, und da wird dann miteinander verschweißt. So sieht das dann aus. Und hier sind solche Haken und die werden einfach auf die Trommel drauf gesteckt. Ich will auch mal zeigen, mit diesen Zweier hier. So, der wird einfach. So, wird er hier einfach raufgesteckt. Der andere dahin. Kann ich dann auch nochmal so zeigen. Das sind zwei. Den haben wir nebenher noch. So kommt das und dann kommt diese Klammer hier hinter und der darüber. Nicht so richtig halten, so. So kommt das denn. So, und dann wird das hier miteinander verschweißt und da nur einmal komplett rum zu dann, ne? Das ist eigentlich das Einfachste dann, ne? Und dann immer Schlitz für Schlitz weiter dann, ne? Nur
wenn das nicht wäre, ne? Dann wäre das alles kein Thema gewesen. Naja, muss ich mir noch ein paar Gedanken drum machen. Das Ausbauen, das soll kein Problem sein. Ich denke mal, da geht man hier unten durch, Pickup für weg, links und rechts lösen und dann der Rotor nach unten weg und dann der neue da rein und dann sitzt das wieder. Ne? Also müssen wir dann eben sehen, was wir da machen. Entweder ich gehe aufs Ganze und setze neue Segmenten rein. 14 Stück müssen das dann sein. Guck, und 4 Stück habe ich schon. Also 10 neue Segmenten brauche ich noch. Kostenpunkt liegt dann so ungefähr bei 2.500 Euro dann. Ne? Aber ja, ist noch ein bisschen hin. Vielleicht findet man immer noch einen guten gebrauchten Rotor, der hier zupasst. Also das war mit 40 Messern. Normalerweise hat er 38, aber weil dieser Variante mit Vollausstattung ist, hat dieser 40. Gut, so. Das war's nur noch zum diesem Video. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.